Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, ich musste das Video komplett nochmal drehen, weil kein Ton da war. Also, jetzt auf ein neues und wie ihr schon gelesen habt, ich habe mal was ganz anderes aus Epoxidharz gemacht. Und zwar, hier liegen schon die Räucherstäbchen und am besten fange ich gleich an und zeige euch, was ich da gemacht habe. Ich bin selber gespannt, weil ich noch gar nicht weiß, wie das ankommt, wie das so ist und was ihr davon haltet. Deshalb, ich bin so gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare. Vor allen Dingen, was man vielleicht auch noch verbessern könnte und ja, wie ihr das so findet im Allgemeinen. Ist nicht jedermanns Sache. Nicht jeder mag sowas. Das ist mir schon bewusst. Aber ja, warum auch nicht? Ne? Meine Schwester mag sowas sehr gerne. Ihre Freundinnen mögen sowas auch sehr gerne. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar, ich habe mal Räucherstäbchen-Schalen gegossen. Und zwar habe ich hier dieses Blatt genommen in lila Pink. Jetzt ist die Farbe natürlich ein bisschen anders, weil es jetzt schon wieder abends. Und da kann man dann einfach dieses Räucherstäbchen hier reinstecken. Und ja, und dann hat man hier diese Schale mit diesem Räucherstäbchen dran. Genau. Räucherstäbchen mag ich auch gerne. Also, was heißt gerne? Hin und wieder mag ich das mal ganz gerne. Ja. Da habe ich einmal die Feder, dann habe ich hier so einen Stern, das habe ich mit mal wieder mit Alkoholinks versucht. Und zwar, ja, so in Pink, Lila, Silber, Gold, Weiß, keine Ahnung, was alles. Und auch dort, dann kann man dann dieses so reinstellen und dann hat man hier halt den, genau, so den Ständer, wo das dann drin steht. Genau. Und zwar, ich hatte das ja mal versucht. Ich wollte das mal bei Etsy reinstellen und auch bei eBay. Ich muss mal schauen. Ja, wenn euch das interessiert oder so, schaut gerne mal bei Etsy vorbei. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Etsy momentan heiße. Ich kann kurz mal gucken. Ich bin ja hier gerade am PC. Ich gucke einfach mal. Moment. Chanera DIY. Genau, ja. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gezeigt. Nee, habe ich noch nicht. So, ich schreibe das mal kurz hier auf. Das ist bei eBay. Wo haben wir jetzt noch mal was frei? So, bei Etsy ist mein Name. Schanera ist ein doofer Name, weil kein Mensch den schreiben kann, wenn man es nicht buchstabiert. Genau, so heiße ich dort. Könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ich jetzt was anderes von dem Notizzettel gezeigt habe, muss ich es rausschneiden. Genau. Dann habe ich Pech gehabt. Jetzt ist auch noch meine Brille dreckig. Immer wieder was Neues. Oh Mann, oh Mann. Genau. Weiter geht's dann. Dann habe ich noch diesen hier gemacht. Und ja, der ist so ein bisschen bräunlich, Gold, Bronze gehalten. Und auch da kann man das so dann reinstellen. Und dann, genau, sieht es so aus. So, das packe ich später gleich weg. Was habe ich denn noch Schönes? Ja. Ich habe noch weitere Sachen mit Epoxidharz gemacht, klar. Und zwar muss ich jetzt mal, habe ich hier einmal das. Und zwar ist das so ein Runenwegweiser, Runenkompass, wie auch immer. Und dazu habe ich dann die passenden Runen gemacht. Ne? Seht ihr? Und zwar 25 Stück an der Zahl. Auch in dieser Farbe passend dazu. Und auch das kann man dann so als Set erwerben, wenn man möchte. Genau. Und die werden immer verschickt bei mir in so einem Sandbeutel. Und in diesem Sandbeutel, da habe ich noch so ein
Siegelwachsstempel drauf gemacht und da sind so, ja, so Sonne und Monde und wie auch immer drauf. Kann man bei der Farbe nicht so gut erkennen. Jedenfalls nicht in der Kamera. Dann packe ich das mal wieder ein. Das ist das erste Set. Das ist auch ein kleines Set. Da ist der Kreis 10 cm. Und die anderen Steine sind etwas größer, die ich habe. Das ist das einzige Set in der Größe, was ich habe. Die anderen sind größer. Da ist allerdings mir schon nach ein paar Mal gießen, hier seht ihr, ne, das sind 20 cm. Und das kann man jetzt überhaupt nicht sehen. Und zwar ist das ein total schönes Lila. Ja, so sieht es man vielleicht ein bisschen besser, dass es lila ist und nicht blau. Genau, es ist lila. Und dazu gibt es dann auch die passenden, das passende Beutelchen. Hier habe ich mal so ein Pentagramm drauf gemacht. So ein Wachssiegel. Und ich hole jetzt auch nicht alle Steine raus, das dauert sonst immer so lange. Und da habe ich dann auch die passenden Steine zu gegossen. Und die sind schon ein bisschen deutlich größer, wenn man das mal so miteinander vergleicht. Genau. So. Mit so ein bisschen Goldpapier drin, also so Blattgold. Das ist das eine Set. Und dann habe ich so eins noch in Türkis. Das kommt in der Kamera ziemlich gut rüber. Wo habe ich sie? Da unten. Da habe ich auch so einen schönen Wachssiegel in Türkis Smaragd, würde ich fast sagen, drauf. Und auch da gibt es, da ist es dann die Schrift hier und das Gemalte mit Silber gehalten. Genau. Und auch da gibt es natürlich 25 Runen dazu. Und das ist das zweite große Set. Genau, könnt ihr hier, kann man das sehen? Nein, kann man nicht. Da so ein bisschen, ne? Sind ganz viele drin. Das Set gibt es dann noch. Und dann habe ich noch zweimal nur die Runen. Und zwar habe ich hier einmal so eins. Auch das ist nicht so gut geworden. Da habe ich das Wachs mal vorher auf diesen Beutel geschüttet und habe den Stempel dann hier direkt drauf gemacht. Es wird aber nicht so schön, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das auf so eine Silikonmatte zu machen und die dann im Nachhinein drauf zu kleben. Und die Steine sind in Blau. Blau-Silber. Hier ist die leere Rune. Die ziehe ich irgendwie immer. Bedeutet wohl irgendwie Neuanfang oder keine Ahnung. So gut kenne ich mich damit nicht aus. Genau. Wie gesagt, die sind alle in Blau-Silber. Alle gleich. Und ja, das ist das. Und dazu habe ich auch nicht so einen so einen Wegweiser gemacht, sondern da gibt es nur die Steine. Genau. Und dann habe ich noch mal ein Set, das ist so ein bisschen, ja, transparent rot, orange-rot, würde ich sagen, rosa-orange-rot. Ja, ich kann es kaum so, ne? Auch mit Gold und ein bisschen Glimmer drin. Genau, auch natürlich 25. Das sind die in dem Beutelchen. Genau. Und dann zu guter Letzt habe ich noch Kerzen gemacht, und zwar Kristallkerzen. Genau, in diesen Kristallkerzen befindet sich, es ist immer eine Duftkerze, und das haben wir zum Beispiel Duft Spiced Mahogany, ist ein bisschen holzig, ja, wie Mahagoni halt, mit Turmalin und Bergkristall drinne. Und ja, meine Kerzen sind ja aus Sojawachs. Das habe ich dann hier noch mit Lavendel und anderen Blüten dekoriert. Und da sieht man es, ein Turmalin und zwei Bergkristalle sind da drin. Und wenn das Wachs dann flüssig ist, dann kann man das einfach so rausnehmen. Genau. Ja, und wie ihr seht, hier ist es ein bisschen verfärbt, das Wachs. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das kommt vom Duftwachs, von den Kerzendüften. Und zwar, als ich das gekauft habe, steht da drin, es kann ein bisschen das Wachs verfärben. Genau, also das kann von den Düften passieren. Ja, riecht total gut.
muss ich sagen. Dann haben wir hier Herbstwald. Riecht tatsächlich wie so ein herbstlicher Wald. Also passt auch zu diesen Mystery Crystal Candle Geschichten, Ritualkerzen, wie auch immer man dazu sagt. Orakelkerzen gibt es ja zig verschiedene Varianten, wie man das nennt. Genau, da ist ein Rhodonit und ein Bergkristall, also zwei Bergkristalle und ein Rhodonit. Und da habe ich nur diese Blüten und Blumen genommen zum Verzieren. Finde ich auch total schön. Vor allen Dingen, es ist mal was Besonderes. Ne? Wenn es geschmolzen ist, könnt ihr euch das rausnehmen und dann bringt euch das sozusagen, habe ich bei eBay auch, eBay sag ich schon, bei Etsy auch reingeschrieben, für was der Rhodonit und für was Bergkristall steht und was für Eigenschaften die haben. Und ja, genau. Und zum Schluss haben wir noch einmal Zauberwald, Duft Zauberwald. Das riecht auch richtig super. Das ist allerdings mit dem Holzdocht. Holzdochte brauchen etwas länger, bis die angezündet sind, bis die brennen. Und da sind zwei Rosenquarz drin und zwei Bergkristalle. Also hier ist ein Rosenquarz, da auch und hier zwei Bergkristalle. Und zwar habe ich da zwei und zwei genommen, weil ich von denen nicht so große Steine habe. Ich finde die kleineren auch schöner. Da kann man einfach, ja, ich finde es schöner für solche Kerzen. Das sieht einfach besser aus. Ja. Und da habe ich dann auch so ein bisschen Blümchen reingemacht. Und das hat so ein bisschen, dieser Duft riecht so ein bisschen frischer, aber so ein bisschen magisch, finde ich. Also irgendwie passt auch super zu diesen Kerzen. Und ja, also, mich würde es also, wie gesagt, interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr meine Sachen findet. Ich bin total gespannt. Und lasst es mich gerne wissen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich freue mich auf weitere. Abonniert meinen Kanal gerne kostenlos, lasst mir auch ein Like da. Über jeden Kommentar freue ich mich und wenn euch die Sachen interessieren, schaut am besten auf Etsy. Bis dann, tschüss!